Servus und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gern ein Regelwerk vorstellen, das meiner Meinung nach etwas unbekannter ist, obwohl es sehr international stark gespielt wird, auch mächtige Turniere aufweist. Es handelt sich dabei um By Fire and Sword. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wie schon angekündigt, möchte ich euch heute By Fire and Sword vorstellen. Dieses Regelwerk stammt aus einer polnischen Schmiede. Die nennen sich By Fire and Sword.wargamers.pl. Die haben jetzt hier nicht nur ein Regelwerk entwickelt, sondern sie haben auch dementsprechend die Miniaturen für dieses Spiel entwickelt. Aber um was geht's ungefähr in By Fire and Sword? By Fire and Sword versucht die Zeitphase des 17. Jahrhunderts, also 1601 bis 1699, abzudecken. In diesem Zeitraum waren natürlich die Polen mit Polen-Litauen eine starke, mächtige Fraktion. Dazu kamen die Schweden vom Norden. Es kamen aber auch, wenn man etwas in den Wiener Bereich denkt, ja, die zweite Türkenbelagerung fällt in diesen Zeitraum. Das sind eben diese Miniaturen oder diese Kriegsmannschaften aus dieser Zeit, die man hier im Auge haben muss oder sollte. Ja, und jetzt möchte ich, dass wir gemeinsam einen kurzen Blick in das Buch By Fire and Sword, aber die Spielerausgabe machen. Ja, jetzt machen wir den Blick in die Players Edition von By Fire and Sword. Eben das Inhaltsverzeichnis, was es alles gibt, Szenarios gibt es genug, die Regeln, ja, es gibt die Basisregeln, es gibt die erweiterten Regeln, optionale Regeln, also das ist schon der Vorteil, dass man eigentlich von der Spielstärke oder vom Spielkönnen her langsam sich auch steigern kann, um tolle Spiele zu bekommen. Es wird eben beschrieben, welche Figuren, die ja auch beim selben Hersteller erhältlich sind, ja, die führen eine ganz tolle Figuren-Range zusätzlich noch. Dann geht es hier eben durch, die Armee, das Regiment, das Squadron, die Einheit, ja, wie groß muss sie sein. Hier haben wir die fürs Gelände, die Elemente, die Umrechnung, wie soll ein Spieltisch in etwa aussehen. Die Spielgrößen, also im Skirmish, Taskforce, Division Level, ja, und das zieht sich so durch. Hier gibt es noch Erklärungen, wie üblich bekannt bei Rank and Files, der Sichtweisen, Sicht oder Sichtwinkel. Und dann kommen wir schon zu den Befehlen. Also eigentlich zu den Basic Rules. Es gibt eben die Initiative-Phase, die Order-Phase, die Movement- oder Bewegungsphase, die Combat-Phase, die sich wiederum aufteilt in verschiedene Aktionen. Dann gibt es Shooting after Removement, ist noch in der Combat Phase. Und es gibt die Reorganisierungsphase, dass ich es noch rausbringe. Das ist ein schweres Wort bei so einem leichten Buch. Ja, eben die Initiativephase, wie wird das ermittelt durch Würfeln. Dann die Befehlsphase. Ja, also es ist die Befehlsreichweiten, ist ja nicht unendlich. Ja. Dann diese Befehle werden den Truppen zugeteilt, mit Markern quasi verdeckt, dass es der Gegner nicht sieht. Der Gegner kann natürlich, nachdem der Spieler, der die Initiative hat, seine Marker alle gesetzt hat,
auch seine Befehle würfeln, kann diese den Truppen zuordnen und dann beginnt der Spieler, der die Initiative gewonnen hat, seine Marker, seine Befehle quasi abzuarbeiten. Damit hat der zweite Spieler eigentlich die Option, mit ja, einer guten Strategie, einer gewissen Logik und vielleicht auch Glück, dem Gegner eine mögliche oder unmögliche Situation am Spielfeld zu präsentieren. Ja? Dann wird hier eben beschrieben, wie man sich sammeln kann, ja? Wenn eine Einheit eben in Unordnung ist, die Bewegungsphasen werden, wie läuft sie ab. Ja? Also es ist wirklich sehr toll beschrieben. Ja, die Formationen werden hier beschrieben, welche möglich sind. Ja. Also ganz, ganz toll und immer wieder mit wirklich sehr guten Grafiken dokumentiert. Ja, Manöver, wie kann man sich oder ja, wie kann man sich manövrieren? Was gibt es im 90, 180 Grad Turns? Dann Reforming, ja. Also indem man von einer Linie vielleicht in eine Kolonne übergeht wieder oder auch umgekehrt. Dann gibt es Open Order oder Close Order, also offene Formation, geschlossene Formation. Limbring, das ist absitzen oder in Feuerstellung bringen oder aufprotzen. Ja. Alle diese Optionen sind hier enthalten. Ich gehe noch schnell ein wenig durch. Immer wieder mit Grafiken toll hinterlegt. Dann kommen wir zur Combat Phase. Wie geht die? Was muss man hier beachten? Eben die Feuerwinkel. Hier gibt es natürlich auch Unterschiede in der Bewaffnung. Ja. Wie weit die Feuerwinkel sich erstrecken. Die Entfernung, die Schussentfernung der diversen Feuerwaffen oder ja, Pfeil und Bogen. Ja. Diese Angaben sind hier in diesem Buch noch in Zentimeter. Das darf man, nämlich eines der wenigen Regelwerke auf Englisch, dessen Angaben der Entfernung in Zentimeter gehalten werden. In dieser Version jetzt noch. Ja, das zieht sich eben wie gesagt so durch, ist immer wieder bei Fragen oder möglich auftauchenden Fragen mit Beispielen hinterlegt und versucht, das dem Spieler zu erklären. Close Combat Weapons, ja, also Nahkampf, ganz klar, was gibt es hier? Dann gibt es die Reorganisierungsphase, das Sammeln, die offenen Befehle, Psychologie des Spiels. Ja. Dann kommen wir schon zu den erweiterten Regeln. Also ihr habt gesehen, das ist doch, es sieht nach sehr viel aus, ja, aber ich denke, man sollte sich hier nicht abschrecken lassen, ja. Weil gewisse Dinge wie Bewegen oder Beschuss ist eigentlich bei allen Rank-and-File-Spielen sehr ähnlich. Möglicherweise eine leichte Differenz in diesem hier. Dann gibt es den erweiterten oder die erweiterten Bewegungsregeln. Das ja, Gelände am Schlachtfeld ist natürlich von immenser Bedeutung. Dann haben wir noch die Squadrons oder Special Rules dafür, die hier zusätzlich angeführt werden. Gehe ich hier ein bisschen schneller durch. Aber ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz viel. Dann haben wir Commanders auf dem Schlachtfeld. Wie können sich die verhalten? Wegen, also Gespanne. Wie kann man Teamspiele einsetzen? Ja, weil zu dieser Zeit waren eben sehr viele solche ja,
Pferdefuhrwerke teilweise aufgerüstet zu Fahrbahn, mobilen Stellungen. Doch eine sehr interessante Sache. Artillerie, ganz klar. Dann kommen wir zu den optionalen Regeln, wie die Ammunition, also welche Art von Munition, die Qualität der Munition. Dann gibt es zusätzliche Regeln, mobile Hindernisse. Dann gibt es die Using the Army List. Hier, meines Wissens nach und meiner letzten Information, könntet ihr auch online erstellen. Ich glaube, es ist sogar auf Wargamer PL direkt eine Verlinkung drauf. Ja? Also ihr könnt das wirklich auch online machen. Sehr hilfreich. Ja, und dann haben wir schon ein paar Szenarien. Wir haben die generellen Regeln für Szenarien, die Einleitung, Preparation Procedure, also Vorbereitung, das Szenario. Wir haben es auf mögliche Spielgrößen gegliedert. Dann die Patrol, wie gliedert sich die auf? Ja. Alles sehr gut beschrieben, das muss man immer wieder sagen. Take and hold, also gewinnen und halten oder erreichen und halten. Verteidigung der Stadt. Ja. Auch hier immer wieder ganz, ganz tolle Erklärungen und wirklich im Detail dazu. Angriff auf die Stadt. Verteidigung der Kreuzung oder der Brücke in dem Fall, weil sie eine Fußkreuzung darstellt. Capturing ist eine Eroberung der Kreuzung. Forage. Delay the Enemy. Ambush, also der Hinterhalt. Also wirklich noch und nöcher. Und das Ganze hat in dieser Version, hier habt ihr natürlich verschiedene Tabellen auch dabei, ja, aber es ist wie bei jedem Spiel, man kommt dann relativ leicht rein. Und das Ganze hat keine Seitenanzahl, das ist gut. 150, also bei 158 Seiten, 156 Seiten. Und hinten gibt es, das ist vielleicht noch interessant, auch für euch zusätzlich die Fraktionen, die es bei Fire and Sword gibt. Es gibt im Polen-Litauen, dann, ich gehe jetzt von oben nach unten, das Heilige Römische Reich, das Ottomanische Empire, also die Türken quasi, dann die Kosaken, die Principati oder Paliti of Transylvania, Muskovi, also die Russen, das Königreich von Schweden, das Königreich von Dänemark-Norwegen, die Duchy of Courland in Semigallia, sagt mir jetzt gar nichts, die Krim, die Brandenburg haben wir dabei, also die Brandenburger und The Royal City of Gdansk. Ja, das war jetzt kurz der Blick in bei Fire and Sword Second Edition. Ja, ich konnte euch jetzt hier einen kleinen Einblick geben, was Fire and Sword darstellt als Spiel. Vielleicht wichtig dazu zu sagen, es ist A in 15 mm, also platzsparend eher. Es ist ein typisches Rank-and-File-Spiel. Die Miniaturen, die von diesem Hersteller kommen, sind meines Wissens nach Zinn oder alle Zinn, ob es hier schon Plastik gibt, kann ich euch nicht sagen, sind wunderschöne Miniaturen, das muss man dazu sagen. Es ist
eigentlich, wenn man es einmal gespielt hat, glaube ich, ein relativ gutes und geläufiges Regelsystem, das ja viele von uns kennen, Rank and File Spiele. Hier gibt es nicht mehr so viel Neues. Ja, man kann nicht immer das Rad neu erfinden. Bewegungen, Angriffe, das bleibt eben so. Ja. Es gibt nur leichte Unterschiede in den Durchführungsmöglichkeiten zum Beispiel. Warum zeige ich euch das heute? Bei Fire and Sword kommt demnächst eine zweite Auflage oder eine zweite Edition des Grundregelwerkes. Laut Informationen des Herstellers soll es noch einfacher werden. Ja? Ich kenne es noch nicht, es ist leider noch nicht am Markt. Soll im Frühjahr 2022 meines Wissens auf den Markt kommen. Ich denke, ich werde mir auf alle Fälle eine Ausgabe besorgen. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles System mit einer, zu einer ganz, ganz tollen Zeit, wo man wirklich noch farbenprächtige Uniformen mit aufs Schlachtfeld ziehen konnte. Ja. Das ist eben heute mein Kurz-Review oder kurzer Einblick zu Fire and Sword, das meiner Meinung nach wirklich mehr Anerkennung in der Spielerwelt verdient hat, weil es ein tolles System ist. In diesem Sinne, danke, dass du da heute zugeschaut hast und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dorthin, meine lieben letzten Worte, bleibt gesund, lernen, gerade in Zeiten wie diesen und Servus!